Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch vegetarische Bratlinge aus Weißkohl und Bärlauch. Dafür schneiden wir nun einen Viertel Kohlkopf, ca. 500 Gramm, in Streifen. Anschließend waschen wir den Kohl noch kurz in kaltem Wasser und lösen dabei die einzelnen Blätter voneinander. Anschließend kochen wir den Kohl ca. 10 Minuten, bis er weich ist. Zum gekochten Weißkohl geben wir dann ca. 100 Gramm geschnittenen Bärlauch. Als nächstes stellen wir uns eine Gewürzmischung zusammen. Dafür verwenden wir auf jeden Fall unser selbstgemachtes Bärlauchsalz. Wie wir dieses Kräutersalz herstellen, haben wir schon in einem Video gezeigt. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Wir benötigen je 2 Teelöffel Bärlauchsalz, edelsüßes Paprikapulver, Majoran, Brennnesselsamen und Petersilie. Und einen Teelöffel Rosmarin. Diese Gewürzmischung geben wir dann mit zum Kohl und Bärlauch. Anschließend pürieren wir das Ganze, bis eine Paste entsteht und keine Stücke vom Kohl mehr sichtbar sind. Vegetarische Bratlinge kann man übrigens mit mehreren Gemüsearten herstellen. Wir haben dazu auf dem Kanal bereits Rezepte mit Kürbis und auch Zucchini. Seht euch diese gerne mal an. Ich packe euch die Links in die Videobeschreibung. Als nächste Zutat benötigen wir gemahlene Nüsse. Wir benutzen hier die Walnüsse aus unserem Garten und mahlen sie auch selbst. Eine andere Nusssorte, zum Beispiel gemahlene Mandeln, gemahlene Haselnüsse, Pinienkerne oder ähnliches, geht natürlich genauso. Wir benötigen 60 Gramm Nüsse. Außerdem noch ca. 2 Esslöffel Olivenöl. Eine andere Ölsorte kann man natürlich ebenfalls benutzen. Nun geben wir noch 150 Gramm Haferflocken dazu. Diese geben den Bratlingen die Konsistenz und auch die Festigkeit. Außerdem benötigen wir noch 2 mittelgroße Eier. Nun mischen wir alle Zutaten gründlich durch, bis ein Teig entsteht. Diesen lassen wir dann ca. 15 Minuten lang ziehen, sodass die Haferflocken aufquellen können. In der Zwischenzeit bereiten wir uns einen Kräuterdip zu, den wir dann zu den Bratlingen essen, bestehend aus 200 Gramm Quark mit 20% Fett, einem Esslöffel Petersilie und einem Teelöffel Bärlauchsalz. Anschließend vermischen wir das Ganze und lassen es 10 Minuten ziehen. Mittlerweile ist auch unser Bratlingteig soweit fertig. Wir geben noch ca. 50 Gramm Mehl dazu. Sollte euer Bratlingteig noch zu weich sein, könnt ihr auch mehr Mehl benutzen. Die Masse sollte eine Konsistenz vergleichbar mit der Hackfleischmasse für Frikadellen haben. Nun können wir beginnen, mit 2 Esslöffeln kleine Klößchen zu formen und diese dann in der Pfanne platt zu drücken und anzubraten. Falls man dazu eine beschichtete Pfanne benutzt, kann man auch wesentlich weniger Fett dafür nehmen. Nun braten wir unsere Weißkohl-Bärlauch-Bratlinge von beiden Seiten goldbraun an. Und dann ist das Ganze auch schon fast fertig. Wir essen dazu unseren Kräuterdip. Man kann die Bratlinge aber auch als Beilage benutzen. Das war's schon wieder fast mit unserem heutigen Rezept zum Thema Weißkohl, Bratlinge und Bärlauch. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und das Video Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und bevor ich's vergesse, auf dem Kanal gibt's natürlich ebenfalls eine Playlist mit vielen Bärlauchrezepten.